Guten Morgen. Man nennt vielleicht meine Nachtwand nicht erholreich, erholsam, whatever. Und die Kamera ist schief. Aber, boah, ich bin um 3 aufgewacht. Ich habe einen Mist geträumt. Ich träume, wenn ich schlechte Träume von irgendwelchen Tieren, sind das meistens Spinnen. Und das verstehe ich auch, ich habe eine Spinnenphobie. Ich habe von irgendwelchen schwarzen Schlangen geträumt, oder beziehungsweise eine, die mich immer wieder angegriffen hat. So Traumdeuter, jetzt bitte mal, warum kommt demnächst eine Herausforderung in mein Face und ich muss gucken, ob ich überlebe oder nicht, oder was will mir dieser Traum sagen? Ja, ich habe dann Licht angemacht, nochmal geschlafen, bisschen, also mir ist es einfach nur noch so getan, als würde ich schlafen und versucht meine Augen auszurühren. Auszuruhen, oh mein Gott, der Vortrag wird ja interessant. Ich kann nicht reden. Ich habe jetzt den Tee. Ich habe auch gerade Augenmasken und diesen Roller im Kühlschrank. Einfach so, just in case, falls ich mir das gleich mache. Ich wollte mich nämlich eigentlich vom Unterricht schminken, weil ich danach quasi eine Stunde habe und ich werde danach aber auf jeden Fall was essen wollen. Und ich wollte schon gern vor dem Vortrag fertig machen und ich hatte erst wieder Sport machen. Jetzt haben wir es schon 8:30 Uhr, hätte ich es einfach nicht geschafft, um aufzustehen. Ich war einfach so durch. Und es fängt erst 10:15 Uhr an. Ich habe jetzt noch knapp 1,5 Stunden auf jeden Fall. Aber erstmal Heavy Workout. Auch noch schön warm. Überleg, entweder ich mache danach direkt Sport und mache dann Make-up und alles, aber. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, heute wird es auf jeden Fall kürzer. Ich werde heute nicht so viel reden. Ich habe gar nicht die Energie, zu viel zu reden. Deswegen heute auf jeden Fall kein Laber-Vlog. Aber am Wochenende vielleicht. Ich weiß, ich habe das jedes Mal, wenn ich nach Korea bin, gesagt und gefragt, soll ich meine Planung mitfilmen, soll ich euch da mitnehmen? Vor allem auf Instagram. Ich wollte es eigentlich immer posten, aber das ging dann immer so alles so schnell. Ohne, dass ich irgendwie groß Sachen abgewogen habe. Ich weiß, letztes Mal hatte ich sogar noch Unterkünfte Airbnbs gestellt und auch noch entscheiden lassen, was hiermit. Weil ich halt Entscheidungen absolut nicht treffen kann. Aber mal gucken, wenn ich nebenbei filme, ist das irgendwie einfach, weil dann kann ich mit euch reden, währenddem ich wirklich suche. Und dann ist das halt auf YouTube von wegen so, ja, plan with me my trip to Korea oder sowas. Ich habe sogar teilweise die Nacht irgendwie geträumt, dass ich meinen YouTube-Channel auf Englisch umgestellt habe, so auf Englisch-Koreanisch. Ich kam gestern Abend, ging auch einschlafen, gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich doch mehr Angst vor dem Vortrag, obwohl es momentan auch echt geht, dass ich einfach permanent meinte, ich muss alles koreanisch machen. Ganz weird. Also ich hatte auch schon oft überlegt, ob ich den koreanischen Channel starte und einfach so einen Untertitel mache. Aber ich hasse Untertitel. Das wollte ich ja eigentlich mit dem machen, dass ich hier englische und koreanische Untertitel mache. Aber koreanische Untertitel sind echt anstrengend. Englisch wäre einfach, weil ich könnte das einfach alles nochmal einsprechen. Quasi. Und deswegen ging ja das. Aber mal gucken. Eigentlich hätte ich schon Bock für meinen privaten Insta halt auch so einen privaten Channel, wo ich auf dem Privaten bin ich eh nur Englisch, Koreanisch. Oh, dieses Every Workout tut so gut, ne? Das ist immer so richtig von innen heraus so. Es verteilt sich so Wärme im Körper. Nebenbei noch Energie. Das ist wirklich so eine Sache, um die ich nicht könnte. Also nicht mehr. Und langsam werde ich wach. Wir haben es, ja. Also ich denke mal, wenn ich das fertig habe, wird es gegen 45 sein. Doch vorm Essen theoretisch eine Runde Sport. Ich meine, ich habe gestern schon absolut nichts gemacht. Ich gehe zwar heute ein bisschen raus. Aber trotzdem, dass ich dann heute früh ein bisschen Sport mache. So wirklich ganz kleines bisschen. Also auch kein Hintern oder so, sondern halt wirklich nur ein bisschen Bauch. Und vor allem Stretching, weil ich habe mich halt gestern nicht gestretcht. Und ich weiß, wenn ich mich 2 Tage nicht stretche, ist der 3. Tag dann absolute Pest. Das heißt, heute muss ich mich eigentlich auf jeden Fall stretchen. Aber ich werde jetzt nicht mehr viel machen, bevor ich wieder zulabe. Ich trinke das jetzt noch und dann entscheide ich mich spontan, was ich mache, ob ich was mache und sehe euch dann nach meinem Unterricht wieder. Nee, wahrscheinlich, wenn ich mich fertig mache. Also wahrscheinlich noch vor dem Unterricht, aber eventuell nach dem Workout. So, ich bin wieder da. Es ist 9:17 Uhr. Das heißt, ich habe noch eine Stunde, bis es losgeht und ich habe gerade gestretcht. Mehr oder weniger fast nur gestretcht. Also ich habe so 5 Minuten Sport gemacht und 10 Minuten gestretcht.
Also mehr oder weniger. Nur gescratcht und ich sehe gerade auf meinem Planer, ich muss noch zwei Insta-Posts machen, die ich vorbereitet habe. Ich habe, by the way, mein Outfit quasi gefunden. Ich habe meine Lieblingshose wieder, die auch schon stretchy ist, und habe jetzt einfach meinen blauen Cardigan und ein schwarzes Top drunter. Super bequem, super chillig. Und ich habe jetzt Hunger, deswegen werde ich jetzt synchron essen, Make-up. Ich habe eine Stunde, das sollte ich eigentlich ziemlich gut schaffen. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach so eine kleine Quarkball machen. Und ja. Sehe ich dann wieder, wenn ich auch geschminkt bin. Nach meinem Unterricht wahrscheinlich. Also ich zeige euch das jetzt nicht, sonst wird das wirklich ein langer Vlog wieder. Aber ja, bis dann. Also, ich habe gegessen. Und ich habe nebenbei diese Posts gemacht. Das haben wir jetzt schon um 10. In einer Viertelstunde geht mein Unterricht los. Das heißt, ich habe es noch nicht geschafft, mich zu schminken. Aber mal gucken. Habe ja danach noch eine Stunde Zeit und muss ja dann nebenbei nur essen. Also notfalls mache ich es wirklich nachher. Ich habe wenigstens mein Outfit. Und eigentlich jetzt schnell, ich kann es auch jetzt noch schnell machen. Aber genau, ich hatte Quark Bowl. Zum Mittag werde ich wahrscheinlich auch nochmal Quark Mousse Bowl machen oder sowas. Und ja. Wollte mich nochmal kurz melden und sagen, dass ich es nicht geschafft habe, mich zu schminken. Oh, Michelle, ich wusste mir da. Nee. Ich checke, die Oderste Videoren mani zu Hause. Jodim, das hier geht weg. Das hier geht checke, das hier geht es nicht da. Sonja, ich kann han checke nicht da. So ist sie gar, das hier nicht die, du so katzi an den Gottseram nükert sie da gar. Katzaki, gepjona demone, das hier nicht zahle, das geht es nicht da. 저도 특히 어렸을 때 그런데 아직도 제가 어디에도 속하지 않는 것처럼 느껴지고 있습니다. 그래서 이 책에서 소희 씨가 결국에 자신의 자리를 잡게 됐으니까 저도 나중에 제 자리를 잡게 될 거라고 생각했습니다. 여러분들이 판타지 책을 좋아하신다면 이 책 정말 추천해 드리고 싶습니다. 여기까지 제 발표였습니다. 들어주셔서 감사드립니다. 미셸 씨의 자리를 꼭 찾으세요. So, Unterricht zu Ende. Wir haben es geschafft. Und als sie gerade gemeint hat, wir haben Hausaufgaben auf, war ich noch so, ey Mist, ich muss noch meine Hausaufgaben für Hunter und Business heute hochladen. Deswegen muss ich das jetzt so schnell machen und dann schminke ich mich. Und dann esse ich was. Aber ich habe jetzt noch eine Stunde, bis ich zum Bahnhof muss, beziehungsweise wenn ich Bus fahre, weniger. Mal gucken. Ich muss erstmal suchen, wo die Hausaufgabe hochgeladen hat sich. Oh, der ist ja gut geworden. Bitte die andere Seite auch. Gut, so einen extremen Eyeliner hatte ich lange nicht mehr. Kriege ich die andere Seite wenigstens auch so hin? Bin ich happy? Nein. Ich habe so sehr verkackt, habe ich den lange nicht mehr. Ich meine, der ist immer noch nicht schlecht. Und der ist ein bisschen extremer, als er werden sollte. Und er ist absolut nicht gleichmäßig. Ich meine gleich. Das ist ja komplett verschieden. Und ich würde glaube ich die Brille nehmen oder nicht. Ich finde die eigentlich voll cool. Ich mag die Brille voll. Ach, die wird eh noch stören, vor allem wenn ich eine Maske trage im Zug 2 Stunden lang. Nee. Aber ja, Lippen mache ich wahrscheinlich rot. Oder halt auch pink. Nee, mal gucken. Auch noch spontan. Und ja, es kann sein, dass ich heute sogar auf dem Rückweg im Zug arbeiten muss. Ich habe extra meine Powerbank und alles mit. Also mal gucken. Und ich mache jetzt doch direkt den Stift drauf. Eines Tages werde ich es bereuen, dass ich es in der Kamera mache. Noch geht's. Und ja, ich werde jetzt Essen machen. Mein Zeug zu Ende packen. Und dann geht's los. Nach Aachen. Noch mehr Essen. Aber ich sehe euch später wieder, wenn ich mich auf den Weg mache.
자투 노력할게. 여기. 여기. 어. Ich bin wieder da und wir haben es. 8:45. Zehn. Und ich bin mal wieder so dankbar dafür, dass ich schnell laufe. Ich habe nämlich den Bus um die Minute genau erwischt, obwohl es eigentlich angezeigt wurde, als man erwischt ihn nicht. Essen war. Boah. Das war so gut. Ich versuche mal Bilder einzublenden, weil ich keine Videos gemacht habe. Damn. Ich kann sogar das Koreanische zeigen. Ich war in einem koreanischen Restaurant. Wir kommen zu einem koreanischen chinesischen Restaurant. Habe mir Tasamian bestellt, das war ja klar. Und das zweite typisch chinesische Essen für Koreaner. Tansuyuk. Das ist quasi Chicken mariniert und ich habe auch das die Tasamian mit Fleisch genommen. Ich meine ja sowieso bei asiatischem Essen oder so, dann verzichte ich nicht drauf. Wenn ich selber mache, ja, aber wenn ich irgendwo im Restaurant bin, dann möchte ich das schon. Dann esse ich das schon mit, so oft gehe ich ja zum Glück nicht. Deswegen bin ich ja auch nicht komplett vegetarisch, sondern ich verzichte halt noch so oft es geht auf Fleisch. Und wenn ich halt Lust habe, dann esse ich halt Fleisch, deswegen verbiete ich mir das nicht. Aber ja, jetzt habe ich das noch für morgen. Noch so eine riesen Portion Tatsamien komplett voll und noch so ein halbes Ding davon. Aber es ist noch viel gelaufen und wir hatten halt auch direkt bevor wir dort waren, weil wir in dem Café, wovon ich erzählt hatte, was so berühmt ist. Und das war schon damn lecker. Das war direkt davor, aber wir 20 Minuten später beim Essen dort. Deswegen, also ich bin jetzt 2 Stunden zugefahren, ich überlege, ob ich jetzt noch ein bisschen esse. Einfach kalt. Einfach mal nur so ein Tangsuyo. Es klebt halt einfach komplett die Soße. Die ist halt so richtig dickflüssig, zäh, klebrig. Und es riecht so gut. Und halt einfach so. Mokbon. Schmeckt sogar kalt noch geil. Mhm. Also ich finde was geil, wenn ich tanze beim Essen. Sogar die Zwiebeln und so, ne? Boah. Und Ananas. Mokbang. Also etwa viel Food. Aber echt viel Bewegung. Fast 16.000 Schritte. Und ich hatte überlegt, ob ich vom Bahnhof, falls ich den Zug nicht erwische, statt eine Viertelstunde zu warten, nach Hause laufe. Nein, ich habe ihn jetzt erwischt, aber. Boah. Das wird. Ich bin so müde. Ich muss mich jetzt halt auch noch abschminken. Und ja, morgen ist früh. Eigentlich mein Spaziergang in den Srebe. Ich muss mein Paket morgen noch abholen. Und halt in der Innenstadt und mit meiner Mutter telefonieren wegen Korea. Ich komme die Woche nicht zur Ruhe. Aber meine Batterie ist gleich leer. Deswegen werde ich jetzt den letzten Bissen. Gibt es das morgen? Hoffe ich. Ich sehe mich wieder nach dem Abschminken und Essen. So wie letztens. Boah. Boah, hab ich das vermisst, ey. Aber wirklich. Und Aachen ist echt schön. Boah, richtig schön. Und voll viel Geschichte. Wir sind dort, ich nehme mich mit zum Schreibtisch. Wir sind ja dort rumgelaufen und er wohnt ja seit 15 Jahren in Deutschland. Das heißt, er kennt die Geschichte dort. Und er erklärt mir einfach alles auf Koreanisch. Ich renne dort rum, Koreaner und Deutsche. Der Koreaner erklärt der Deutschen auf Koreanisch die Geschichte. Das war ein geiles. Die Leute haben nicht schlecht geguckt. Boah, in dem Restaurant, es war so schön, mal wieder auf Koreanisch zu bestellen. Ich war ja seit 2 Jahren nicht mehr in einem koreanischen Restaurant richtig. Ja, eigentlich. Ja. Deshalb war das echt cool und die waren dort richtig begeistert. Ich war gerade voll nah beim Face. Egal. Die waren dort richtig begeistert, dass ich ja Koreanisch spreche.
Das war voll cool. Selbst der Chef und so, die waren richtig. Oh, sie spricht aber gut Koreanisch, nicht nur so. Endlich wieder Koreanisch reden im Restaurant. Ah, es waren voll wenig Leute da, das fand ich voll gut. Aber ja, morgen Hansa. Das ist echt morgens wieder so eine ewig Stundenliste. War ja heute echt wieder erfolgreich. Ich esse schon wieder so viel die letzten Tage. Das Ding ist, morgen esse ich halt wieder so voll ungesund, dadurch, dass ich halt jetzt noch die Hälfte da habe. Oh mein Gott, aber. Immer noch, ich bin so glücklich, dass ich wieder in Bonn bin. Das ist einfach toll. Toll, 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 toll. Ich werde mich jetzt erstmal abschminken. So richtig schön Druck machen und ich weiß nicht, ob ich morgen auch noch vlogge. Ich muss auf jeden Fall. Ach ja, die To-Do-Liste schreiben. Oh Gott. Bevor ich es vergesse. Ich ignoriere jetzt einfach gerade alle meine Haare. Danke. Oh, so viel, was ich jetzt nicht vergessen darf. Aha. Ich weine gleich. Aber ich melde mich dann nicht nochmal. Ich gehe dann instant ins Bett. Das ist ja eigentlich jetzt, dass ich eigentlich schon im Bett liegen würde. Deswegen. Danke fürs Einschalten. Ich lade jetzt noch den Vlog hoch. Oh mein Gott, das muss ich auch noch machen. Ah, Vlog schneiden muss ich ihn drauf schreiben. Oh mein Gott. Ja. Aber das Wetter heute. Oh, das Wetter war heute richtig schön. Ich habe ja ein bisschen gefilmt unterwegs, auch in Aachen, weil es halt wirklich schön war. Also es war echt. Ich war richtig geflasht. Ich kam da hin und es hieß. Ja, hier gibt es nicht viel. Und ich meine, also meine Heimat würde ich hier so 10.000 Mal reinpassen gefühlt. Also, ach, Aachen ist echt schön. Kann man auf jeden Fall mal hingehen. Vor allem sehr viel Geschichte. Und ich habe in der Geschichte immer durchgefallen, deswegen war das für mich so. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich könnte mich nicht dran erinnern. Aber ja. Naja, auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall. Wirklich. Danke fürs Entscheiden. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.